Und herzlich willkommen. Ach, Gott in Weiß. Heute zum Thema Gesundheitskompetenz der Deutschen. Denn da erschien kürzlich ein Artikel im Ärzteblatt darüber, dass die leider gesunken ist seit der letzten Erhebung, die 2014 war. Da hat das Interdisziplinäre Zentrum für Gesundheitskompetenzforschung in Bielefeld eine Studie durchgeführt mit 200 Probanden und diese gefragt, wie sie ihre eigene Gesundheitskompetenz einschätzen. Und das ist schlechter geworden. Im Jahr 2014 waren es noch 54%, die der Meinung waren, sie können gesundheitliche Informationen schwer einschätzen. Jetzt sind es 60%. Und das ist natürlich ein Drama, wenn es darum geht, wie können wir Informationen, Gesundheitsinformationen so verbreiten, dass der Otto-Normalverbraucher in der Lage ist, sich so zu verhalten, dass er nicht krank wird. 2014 bin ich tatsächlich auch zum ersten Mal mit diesem Thema konfrontiert worden, weil ich mein mündliches Physikum da gemacht habe und als Fach unter anderem Psych-Soz hatte. Also das ist medizinische Psychologie und Soziologie. Und im Rahmen von medizinischer Soziologie war da halt auch das Thema Gesundheitsinformationen an das Volk vermitteln. Und ich dachte bis dahin immer, das Internet ist doch voll mit Gesundheitsinformationen. Wieso wissen die Leute nicht, wie sie ihre Gesundheit erhalten können? Und das Problem ist hier genau das, was die Probanden auch hier gesagt haben. Anhand der Menge, der Vielfalt und der Widersprüchlichkeit der Informationen sind sie nicht in der Lage, Informationen, die sie bekommen, einzuschätzen. Besonders sind sie nicht in der Lage, zu unterscheiden, ob jemand, der diese Informationen weitergibt, wirtschaftliche Interessen hat, sprich irgendwas verkaufen will, was zu Gesundheit führen soll. Immer wenn ich bei meinem Vater bin, dann gucke ich die ZDF-Nachrichten um 19 Uhr und die gesamte Werbung davor ist nur Arzneimittel, meistens frei verkäufliche Arzneimittel, weil jeder irgendein Gesundheitsproblem hat und das dann mit Medikamenten bekämpfen will. Diese Informationen sind in der Regel nicht unbedingt zielführend. Was auch nicht zielführend ist, ist, wenn Laien Informationen im Internet verbreiten. Schlussendlich ist eigentlich ist das Internet vor allem schuld daran, diese Massenmedien, die wir haben. Und auch, dass in der Regel nicht Ärzte Medizinjournalismus betreiben, sondern Journalisten Journalismus betreiben. Und daher kommt es dann eben auch zu vielen Fehlinformationen. Hier in der Studie zeigte sich eigentlich, dass nur Leute mit einem wirklich sehr hohen Ausbildungsgrad in der Lage waren, medizinische Informationen richtig einzuschätzen. Und das ist ein Problem. Die meisten Leute, die irgendwie mich verfolgen, hier haben wahrscheinlich nicht so das Problem, medizinische Informationen einzuordnen. Denn ich habe es geschafft, sie zu überzeugen. Was hier aber noch hinzukommt natürlich, wenn 60% der Befragten sagen, ich kann die Information nicht richtig einschätzen, dann sind da ja auch immer noch die ganzen Leute bei, die medizinische Informationen falsch einschätzen, aber der Meinung sind, sie schätzen sie richtig ein. Was wieder im Rahmen der Pandemie auch sehr zutage getreten ist. Denn plötzlich glauben 80 Millionen Deutsche, sie seien Virologen und sie kennen sich besser aus als die Leute, die das studiert haben, als die Leute, die das Paul-Ehrlich-Institut betreiben, als die Leute, die die ständige Impfkommission beraten, als die Leute, die das Robert-Koch-Institut leiten und so weiter und so fort. Und schlussendlich nützt es niemandem, wenn ich hier sage, dass die Gesundheitskompetenz der Deutschen immer schlechter wird, sondern es würde vielleicht dann nutzen, wenn ich sagen würde, wie man medizinische Informationen richtig einschätzt, und ich hoffe, dazu komme ich auch gleich noch. Aber diese Sache mit der Widersprüchlichkeit, der Menge und der Vielfalt der Informationen, das ist wirklich ein Drama. Früher war es so, da gab es den Brockhaus, wo man nachschlagen konnte, da gab es Fachliteratur, in der man nachschlagen konnte, und dann gab es die Ärzte, die man fragen konnte. Vielleicht konnte man auch noch unter Kollegen mal nachfragen, andere Leute, die man in seinem Bekanntenkreis hatte, die vielleicht ein ehrliches Problem haben, und so weiter. Aber das war's dann. Und jetzt kann man quasi
alles, was man im Internet finden will, als Bestätigung seiner Meinung finden. Und das hängt, denke ich, auch weitestgehend damit zusammen, dass unglaublich viele Laien einfach nur ihre Meinung im Internet posten. Und wenn sie das charismatisch machen und wenn sie irgendwie nur einen Hauch klüger sind als der Laie, der es konsumiert, dann guckt der Laie natürlich nicht dahinter. Das heißt, wie sollte man also vorgehen, wenn man ein Gesundheitsproblem hat und auf der Suche nach Informationen dazu ist? Also was ich immer als allererstes mache, wenn ich mit irgendwas konfrontiert werde, was irgendwer anderes behauptet hat, ist, ich gucke mir an, wer ist diese Person? Hat die das studiert, was man studieren muss, um Kompetenz in dem Bereich zu generieren? Sprich, wenn es um Ernährung geht, gucke ich mir an, ist derjenige Mediziner, also zumindest dann, wenn er darüber spricht, die und die Ernährung macht die und die Krankheit weg oder hilft bei der und der Krankheit und so weiter. Oder wenn es darum geht, einfach Gesunderhaltung durch Ernährung, ist derjenige Ökotrophologe. Wenn derjenige das nicht ist und er konfrontiert mich mit fragwürdigen Informationen, dann ist der schon mal komplett, völlig außen vor. Sei es, ob derjenige vegane Ernährungsberater ist, sei es, ob der irgendeinen Kurs gemacht hat bei irgendwem, ob er zertifizierter sonst was ist, wenn er nicht die klassische formale Bildung in dem Bereich hat, gucke ich mir das nicht näher an. Das heißt, ich gucke mir nicht an, ob wenn jemand Physiker ist, ich gucke mir nicht an, wenn jemand Chemiker ist, ich gucke mir nicht an, wenn jemand Psychologie oder Biologie studiert hat, ich gucke mir nicht an, wenn jemand Sportmanagement und Kommunikation studiert hat. Dann lohnt es, hat meine Erfahrung gezeigt, sich nicht, dass ich mich näher mit diesen Informationen beschäftige. Wenn derjenige Mediziner ist, gehe ich anders vor. Dann gucke ich mir an, wie er argumentiert, worauf er sich bezieht, was für Studien das sind und so weiter und so fort. Mir ist klar, dass der Laie das wahrscheinlich nicht machen kann. Daher ist es für den Laien dann wichtig, dass er einen kompetenten Ansprechpartner hat, dem er vertrauen kann. Das kann in dem Fall ich sein, das kann aber auch ein Hausarzt sein. Und natürlich ist mir da auch klar, dass nicht alle Leute oder alle Ärzte der gleichen Meinung sind in Bezug auf irgendwelche Sachen. Aber man kann dann gucken, wie kommt derjenige zu seiner Meinung, worauf bezieht er sich, was für Studien sind dahinter. Wenn ich so etwas nicht habe, dann kann ich immer noch auch im Internet offizielle Informationen von Fachgesellschaften abrufen. Sprich, wenn ich Diabetes habe, dann kann ich mir zum Beispiel angucken, Leitlinie Typ 2 Diabetes. Ist googelbar, kann man sich durchlesen, ist es die Frage, ob man das versteht oder nicht. Aber da sieht man dann zum Beispiel, dass für Typ 2 Diabetes keine Low-Carb-Ernährung und keine Keto-Ernährung empfohlen ist. Es wird auch nicht empfohlen, Glucose mit Fructose zu substituieren. Leitlinien ändern sich. Das war vor 30, 40 Jahren mal anders. Da dachte man noch, Fructose schadet dem Typ-2-Diabetiker nicht, weil sie nicht den Blutzuckerspiegel anhebt, also die Blutglucose anhebt. Man hat in der Zwischenzeit aber herausgefunden, dass Fructose sowohl zur höheren Bildung von Triglyceriden führt, als auch die Insulinresistenz verstärkt. Und deswegen ist in der Leitlinie nicht drin, dass ein Typ-2-Diabetiker fruktosereich und glukosearm essen soll oder auch, dass er Low Carb oder Keto oder sowas machen soll. Steht da nicht drin. Was in den Leitlinien drin steht, ist, dass ein Typ-2-Diabetiker sich normal gesund ernähren soll, wie es auch gesunden Menschen empfohlen wird. Bedeutet zum Beispiel nicht mehr als 5% der Kalorien aus Zucker. Klar, man kann das Ganze noch verbessern. Und das bleibt jedem Arzt selber überlassen, wie er das verbessern will. Ich verbessere diese Ernährung in der Form, dass ich sage, am besten überhaupt keinen raffinierten Zucker, am besten auch keine raffinierten Kohlenhydrate, am besten fettarm, vollwertig und pflanzlich. So kann man die Insulinresistenz, also die Ursache von Typ-2-Diabetes, vermeiden. Andere Ärzte halten sich nicht an die Leitlinie, was ich schlussendlich dann ja auch nicht tue. Aber sagen, mir ist es wichtig, einfach nur, dass der Patient bessere Blutglucosewerte hat. Indem ich ihn auf Low Carb oder Keto setze. Das hat allerdings Nebenwirkungen, die man auch nicht haben will. Und darüber mache ich nochmal ein eigenes Video, warum man bei Typ-2-Diabetes nicht Keto oder Low Carb machen sollte, sondern eher das, was die Leitlinie empfiehlt, vielleicht auch eine mediterrane Ernährung. Und wenn man noch
einen draufsetzen will, dann eben eine fettarme, vollwertige pflanzliche Ernährung. Ja, und so gibt es da natürlich auch unter Ärzten Leute, die sich widersprechen. Und wenn man da nicht weiß, auf welchen Arzt man hören soll, dann geht man am besten so vor, dass man guckt, was sagt die Mehrheit? Oder was sagt die Leitlinie? Was sagen die Institutionen, die sich damit auseinandersetzen, welche Sachen für welche Krankheit empfohlen werden sollten? Ja, aber wenn man auf Ärzte hört, ist man auf jeden Fall auf der sichereren Seite, als wenn man auf Laien hört. Und das ist dann halt wirklich mega oft ein Problem. Naja, und dann gibt es natürlich noch die, die dauernd unter meine Videos posten und mir dann erzählen, also die dann überzeugt sind davon, dass sie es tatsächlich besser wissen, dass sie es als Laie besser wissen, als ich es als Studierter weiß und die nicht der Meinung sind, dass ihre Gesundheitskompetenzen unzulänglich sind. Ja, ich habe gedacht, das wird vielleicht besser in den nächsten 6 Jahren, also seit ich mein mündliches Physikum hatte und gelernt habe, dass es den Leuten unglaublich schwer fällt, medizinische Informationen, die sie irgendwo kriegen, einzusortieren. Was sich dann auch noch zusätzlich dazu sagen lässt, ist wahrscheinlich, dass Leute, die damit Geld verdienen, sollte man auch dran zweifeln, ob man denen zuhört. Also klar, das eine ist, ich will euch Sachen verkaufen, im Sinne von Nahrungsergänzungsmittel, die will ich euch nicht verkaufen. Ich will euch auch nicht krank machen, um an euch Geld zu verdienen, das kann ich noch gar nicht. Andere Leute können das aber. Und besonders Laien, die dann nicht mit ihrer medizinischen, ärztlichen Behandlung Geld verdienen können oder auch dürfen, die verkaufen euch dann Nahrungsergänzungsmittel, die man vielleicht gar nicht braucht. Und so kommt es dann zu Hypes von gewissen Nahrungsergänzungsmitteln, was mir auch jemand unter meinem Kurkuma-Video letztens geschrieben hat. Irgendeine Sau wird immer durchs Dorf gejagt, was jetzt die Substanz ist, die jeder unbedingt einnehmen muss, damit man dann alle seine Krankheiten damit beseitigen kann. Das kommt alles nicht gegen den Lebensstil an. Also wenn ich von morgens bis abends jeden Tag McDonald's esse, dann ist es scheißegal, wie viel Vitamin D ich substituiere, ob ich Arginin nehme oder Kurkuma dazu esse. Das geht nicht weg dann. Ja, und so ist mir klar, dass das ein Problem ist. Es wird wahrscheinlich auch nicht besser werden. Ich tue mein Möglichstes, dagegen zu reden, beziehungsweise dann auch plausibel zu argumentieren. Aber wie letztens eine Kursteilnehmerin von mir sagte, Silke, wenn du argumentierst total plausibel, aber wenn ich das Buch von dem und den Low Carb Guru lese, dann klingt das für mich auch total plausibel. Und das ist das Dumme daran, dass man einfach, wenn man nicht die entsprechende Ausbildung hat, nicht einschätzen kann, ist das wirklich plausibel oder ist es nicht plausibel. Und deswegen muss leider jeder irgendwie einen Arzt finden, den er vertrauen kann. So wie ich in den Bereichen, wo ich keine Ahnung habe, leider auch jemanden finden muss, dem ich vertrauen kann. Also Jura zum Beispiel, blicke ich auch nicht durch. Da muss ich mich dann leider an einen Rechtsanwalt wenden, der mir dann sagt, so und so und so und so ist es. Das ist doof, ich finde es auch doof, aber man weiß leider einfach nicht immer alles. Und wenn da keine Vertrauensbasis da ist, dann ist sowieso alles zum Scheitern verurteilt. Ja. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob euch das in irgendeiner Form weitergeholfen hat, eure Gesundheitskompetenz zu verbessern. Aber guckt nach der Seriosität der Informationen, guckt nach der Seriosität der Person, die das erzählt. Und guckt auch danach, wie viel Prozent der Leute, die hier Expertenwissen haben, stimmen dieser Information zu. Denn wenn 95% aller Klimaforscher der Meinung sind, Klimawandel ist ein Problem und 5% sind der Meinung, ist es nicht, dann hört eher auf diese 95%, wenn ihr selber nicht die Fähigkeit habt, es zu hinterfragen. So wie ich zum Beispiel. Ich glaube da nämlich auch eher den 95%, die sagen, es ist ein Problem, als den 5, die sagen, es ist keins. Und mit Ernährung ist das genauso. 95% aller Mediziner werden euch sagen, dass es eine gute Sache ist, weniger gesättigte Fette zu essen, weniger Zucker zu essen und mehr Pflanzen zu essen. Über eine vegane Ernährung kann man streiten, weil natürlich auch eine vegane Ernährung nicht erforderlich ist, um gesund zu sein. Das geht auch mit ein paar tierischen Produkten, aber übertreiben sollte man das nicht. Und dasselbe gilt halt auch für Ernährungsinformationen aller Ernährungsinstitutionen der ganzen Welt. Keine einzige davon empfiehlt Low Carb oder Keto oder Paleo.
Eigentlich empfehlen alle eine mediterrane Ernährung. Eine mediterrane Ernährung zeichnet sich dadurch aus, dass sie viel Pflanzen enthält und wenig gesättigte Fette enthält und wenig tierische Fette enthält und wenig Zucker enthält. Und darauf, da sind sich dann wieder alle einig. Ja, das soll es gewesen sein. Ich sage ciao. Wenn ihr Fragen habt, gerne unten drunter. Bis Mittwoch, eure Silke.